Ganz aktuell, was du heute noch wissen musst und wie du dich heute am besten mit dir selber auch nochmal beschäftigst, erfährst du in diesem Video zum Supervollmond. Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Analyse und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute schauen wir uns den Supervollmond an, der heute stattfindet. Deshalb ist das Astro-Video auch heute veröffentlicht und nicht erst morgen. Mir geht es vor allem darum, dass du auch diese Energien noch einmal bewusst spürst, dass du diese astrologischen Konstellationen, die zwar jetzt manches erst auslösen für die nähere Zukunft, aber auch aktiv im Hier und Jetzt wirken, dass du das transportieren kannst in dein Leben und auch vielleicht gesellschaftlich schauen kannst, was tut sich denn da? Und Supervollmond heißt ja deshalb, weil der Vollmond recht groß wirkt. Der wirkt deshalb groß, weil ja die Planeten ständig in Bewegung sind und jetzt der Mond der Erde sehr nahe ist. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, da ist nichts kaputt, das passiert jedes Jahr so, aber es schaut halt mal cool aus und deshalb Supervollmond. Aber warum dieser Vollmond wirklich Potenzial bietet und auch sehr spannungsgeladen sein kann und vielleicht hast du ja den heutigen Tag auch schon sehr spannungsgeladen empfunden bis jetzt, ja? Schreib es mir gleich gerne mal in die Kommentare rein. Das schauen wir uns jetzt einmal astrologisch an. Also wir haben den Vollmond, wir haben die Opposition von Sonne und Mond, die Sonne in der Waage und der Mond im Widder. Und bei dieser Waage-Widder-Achse, da geht es ja immer, Widder ist ich will und die Waage ist so die Begegnung. Also das ist der Weg vom Ich zum Du. Und wenn man sich das so anschaut, die Sonne steht mehr im Außen, im Du, in der Begegnung. Ja, man ist vielleicht offen für Begegnungen, aber der Mond im Widder sagt ja eigentlich schon mal, okay, ich bin vielleicht in einer Umgebung, die harmonischer wirkt, als sie eigentlich ist. Vielleicht bin ich in mir aufgewühlt, vielleicht sollte ich auch etwas aussprechen, ausdrücken, was mich emotional irgendwo beschäftigt. Also Mond im Widder ist schon eine sehr innere Unruhe, ein innerer Stress, also das gehört einfach zu dieser Konstellation dazu. Der Mond wandert recht schnell, aber nur, dass du mal siehst, es geht um diesen Weg, was trage ich in mir? Wenn ich in mir Unruhe trage, dann nicht nach außen hin eitel Sonnenschein spielen, sondern einfach wirklich Dinge klären, Dinge ansprechen, denn sonst liegen Konflikte in der Luft. Also das wäre mal so diese Ich-Du-Achse, also das ist Widder zu Waage. Und wenn wir uns Sonne und Mond anschauen, die in der Opposition stehen, dann spielt gleich einmal der Mars mit. Und der Mars steht im Krebs, in Mitteleuropa sogar im siebten Haus, das heißt im Begegnungshaus. Und also zum Zeitpunkt eben dieser Vollmond astrologisch exakt ist. Und da bildet er ein Quadrat zu Sonne und Mond. Und Mars Quadrat ist natürlich ein Spannungsaspekt. Das heißt, das kann Stress aus dem Familiensystem bedeuten, das kann Stress mit dem Familiensystem bedeuten, das kann auch noch einmal so im eigenen Heim ein bisschen so Unruhe bedeuten. Ja. Oder natürlich auch Unruhe, wenn man es globaler sieht, auch im Volk irgendwo. Ja. Also das ist immer eine aktive Energie, eine Drangenergie, eine Sturmenergie, die da drauf ist und die wird noch angeheizt über ein Sextil von Uranus und der Uranus im Stier heizt eben noch einmal im Sextil diesen Mars mit an. Geht natürlich auch umgekehrt, der Mars aktiviert auch den Uranus und das ist noch einmal Veränderungen im Volk, Veränderungen im Wertesystem und auch noch einmal Umbruch im Eigenwert. Und da siehst du, da kommt eine enorme Energie zusammen und eine enorme Energie auf dich zu und natürlich auch auf die Sonne und auch auf den Mond. Denn da ist dann schon ein gewisser Druck, wird da einfach aufgebaut. Und das bedeutet einfach, dass wirklich dass man teilweise das Gefühl hat, man sitzt wie auf einer Herdplatte und kommt aber noch nicht so ganz in die Gänge. Jetzt wäre das zwar eine äußerst dynamische Energie, wenn man sagt, ja, dass in die Gänge kommen, aber wir treten auch noch auf der Bremse. Und auf der Bremse stehen wir wegen Pluto-Saturn-Halbquadrat. Der Saturn, der sich immer noch in den Fischen aufhält und der Pluto, der ja gerade noch im Steinbock wieder wandelt, also die machen ein Halbquadrat. Halbquadrat ist gleich Frustration, ist gleich die Energie steckt. Es geht etwas nicht so weiter, wie man sich's vorstellt. Und dazu kommt noch eine Blockade, die der
die der Merkur dann auch noch einmal drauf hat, mit einem 1,5 Quadrat zu Jupiter, wo das auch nicht ganz so rund alles läuft. Ja. Also wir haben eigentlich einen gewissen energetischen Stau. Wir haben auf der einen Seite Dynamik, auf der anderen Seite Stau. Und wenn man sich das jetzt noch einmal vorstellt, dann merkt man, da baut sich Druck auf. Und das ist ein Horoskop, das wir jetzt stehen haben, ein Horoskop des Drucks. Ich habe schon gesagt, innen, außen, in dir Druck, außen Pseudoharmonie. Und da passt was nicht ganz zusammen. Das heißt, dieser Supervollmond sagt dir auch, irgendetwas passt nicht mehr, und was nicht passt, gehört einfach transformiert, gehört da einfach einmal gelöst. Ob das jetzt emotional was Innerliches ist für dich oder auch natürlich sozial, gesellschaftlich, wo man merkt, da passt was nicht zusammen, da gehört etwas gelöst, das ist einfach Druck, da steht etwas auf der Bremse und da kulmuliert etwas hoch. Also wir haben da eine Tendenz, wo sich Energie eigentlich aufbaut oder schon aufgebaut hat, die aber noch einmal runtergedrückt wird. Und das macht dieses astrologische Ereignis sehr prägnant. Das heißt, wir haben Druck. Und Druck will sich irgendwann einmal entladen. Und die Frage ist natürlich, wo entlädt sich dann dieser Druck? Im Individuellen kann es sein, dass man sagt, okay, ich kann jetzt nicht mehr, mir reicht's, ich lege mich mal hin, wenn ich gegen mich gearbeitet habe, wenn ich gegen meine inneren Instinkte etwas gemacht habe, ob ich jetzt in einer Beziehung war, in einem Arbeitsverhältnis war, was nicht passt, dass ich sage, ich bin jetzt erschöpft, ich kann nicht mehr. Kollektiv, wir haben diese Kriegsgeschehen, wir haben diese Dinge, die aufbrechen, neue Skandale, die sich auftun. Also da ist auch noch mal Druck, alles, was nicht stimmig ist für dich, das bricht auf und will jetzt auch aufgearbeitet werden. Das heißt, es ist auch eine super, super Zeit, wo du sagst, okay, wie entlaste ich mich denn? Wie komme ich denn aus dem Druck raus? Und das bedeutet einfach mal, geh spazieren, geh raus, mach Sport, wenn du das kannst. Rede dich mit jemandem aus, ja, wenn du möchtest. Bewegung ist auf jeden Fall gut. Wenn man es nicht regelmäßig macht, einfach mal ein bisschen eine gute Zeit haben und mal ein Glas Wein trinken am Abend, schadet sich ja auch nicht. Aber das ist jetzt mit den homöopathischen Dosen zu genießen, also nicht als Regelmäßigkeit. Rausgehen, mit Gleichgesinnten rausgehen, sich treffen, sich vernetzen, offen über die Emotionen reden. Das wäre auch wichtig. Was steckt denn in dir? Es muss ja jetzt nicht gleich eine Familientherapie sein, aber es kann sein, dass du dir einen Coach holst, irgendjemand, wo du sagst, okay, da kann ich mal eine Session machen, wo ich das einmal kläre. Kannst du bei mir natürlich auch machen, ob jetzt astrologisch oder energetisch. Oder du suchst dir eine gute Freundin, einen guten Freund, wo du einfach mal so diesen Druck rauskriegst aus deinem System. Also das wäre da auf jeden Fall eine gute Sache, denn diese Vollmonde, das sind ja immer so Zyklen bis zum nächsten Vollmond, das begleitet uns jetzt dann wieder so ein halbes Jahr, geht das immer, ein paar Monate schwingt diese Energie mit, der Druck ist da und ich habe das Gefühl, ich stecke fest. Und deshalb ist es eben wesentlich, noch einmal, wo du Druck empfindest, schau, dass du diesen Druck auch bewusst ansprichst und damit auch loslässt. Druck ist eigentlich nichts Echtes, es ist letzten Endes etwas, wo du dich entscheidest zu stehen. Und deshalb, egal ob das jetzt finanziell ist, ob das emotional ist, erlaube dir, dass sich dieser Druck löst. Und du kannst übrigens auch, hier am Kanal gibt es unzählige Meditationen, wo man eben in die Leichtigkeit kommen kann, wo man so Druckthemen auch lösen kann. Und schau einfach mal vielleicht auch und mach so eine Meditation. Du musst jetzt nicht ewig stundenlang sitzen und Om sagen, sondern einfach nur mal für dich die Dinge klären, sagen, wo habe ich Druckpunkte und wie kann ich den Druck heute zumindest einmal leichter machen. Denn dieses Horoskop sagt nicht, das ist alles lösbar oder erlösbar sofort. Da steht noch etwas auf der Bremse. Aber du kannst es immer leichter machen, erleichtern und nicht quasi dann gleich so eine Lösung, die für alle Zeiten dann feststeht, finden. Das ist eben die Energie dieses Supervollmonds, wo man sagt, du findest keine dauerhafte Lösung, aber du erleichterst es und du kannst durchaus auf eine Reise gehen und da diese Aspekte wieder runterbringen für dich und schrittweise vorangehen. Also langer Atem, obwohl es brodelt und man das Gefühl hat, man muss sofort eine Mars-Mission starten, eine Rakete starten und es muss sofort nach oben gehen. Nee, das ist jetzt so nicht die Zeit, sondern durchschnaufen, kleine Schritte machen und sagen, wie mache ich den Druck für mich ertragbarer? Was ist für mich die bessere Lösung? Ja, in diesem Sinne
wünsche ich dir einen guten, bewussten Supervollmond heute. Und wenn du das Video jetzt nicht am 17. siehst, die Energie geht weiter. Also das ist das, was wirklich jetzt so die nächsten Monate dich beschäftigen wird. Ich wünsche dir alles, alles Gute, eine gute Zeit. Und wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Wenn es dir nicht gefallen hat, freut es mich, dass du so lange dran geblieben bist. Abonnier gerne den Kanal, bitte, bitte, das wäre cool. Und ja, teil das Video und vielleicht sehen wir uns mal bei einer Sitzung auf einem persönlichen Termin hier in Linz oder live per Zoom. Ich wünsche dir alles Gute und eine gute Zeit. Dein Oliver Redi. Tschüss, bis nächstes Mal.